Ja, und schon sind wir wieder zurück und wir haben immer noch ein bisschen was im August gehört, was wir noch verwursten müssen in dieser Ausgabe. Los geht's mit einer Produktion, die der NDR in die NDR-Hörspielbox gepackt hat, und zwar Capoon, ein Hörspiel von Horst Mönnisch. Also wie gesagt, das ist eins von diesen Horst Mönnisch-Hörspielen, die es zu hören gibt, und dieses habe ich dann auch gehört. Eine Produktion des ORF mit dem NDR aus dem Jahr 1955. Der ORF kommt da mit rein, denn die Story spielt in Österreich zu der Zeit des Wirtschaftswunders auch in Österreich, also in den 50er Jahren und auch eigentlich schon davor, aber das wird also eher so im Rückblick beleuchtet. Es geht nach Capoon. Da gibt es nämlich den Plan, eines großen Wasserkraftwerks zu bauen mit einem immensen Aufwand. Es werden Seen gestaut und ein riesiger Tunnel durch einen Berg gebohrt, um da also quasi ein Wasserkraftwerk zu installieren. Ein Riesending, also was auch tatsächlich in Österreich so als, ja, ich sag mal, als so der Aufhänger nach dem Zweiten Weltkrieg galt, also als das Prestigeobjekt schlechthin. Und Horst Mönnisch beschreibt also diese Arbeiten und beschreibt aber auch, ja, die Zeit davor, dass das Ganze schon aus der Zeit der Nazis entstammt und im Endeffekt, ja, dass das große Ganze dann erst später dann vollendet wird und sich die neue Republik Österreich das dann auf die Fahnen geschrieben hat, wenngleich die Basis dazu ja dann doch ein bisschen verseucht ist. Aber ja, diese B-Geschichte davon, die wird zwar erzählt, aber mir ist sie tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen. Also hätte ich mir aufgrund, wenn ich mir den Klappentext vorher durchgelesen hätte, habe ich nicht, habe ich erst im Nachhinein gemacht, wäre ich da so ein bisschen enttäuscht gewesen, dass tatsächlich die Arbeiten und ja, die Qual, was das Ganze für die Arbeiter bedeutet hatte, im Vordergrund steht, aber der Grund dahinter doch eher nur so dünn beleuchtet wird, was eigentlich nicht schlimm wäre. Also er wird ausgeleuchtet genug, so dass man es auch für die Story begreifbar macht. Aber so wie es der Klappentext theorisiert und dass man dann sagt, naja, okay, wir haben ja diesen Mythos, aber da ist ja was ganz anderes dahinter. Also da hat die Gewichtung nicht gestimmt. Also insofern war ich froh, dass ich es vorher gehört hatte und ich wurde damit gut unterhalten und auch informiert. Also ich fand das einen sehr schönen Einblick in diese Zeit, in diese, ja, also diese Begleitung dieser Mammutaufgabe hat schon fast eher einen dokumentarischen Hintergrund. Also es gibt da keine Begleitstory oder keine große Begleitstory, die von dem Ganzen so ein bisschen ablenkt. Also kann man durchaus, wenn man sich für den Mythos Capoon interessiert, gerne mal hören. Aber wie gesagt, der böse Hintergrund dahinter, dass man den da so besonders hervorgehoben hat, das habe ich jetzt nicht vernommen. Okay, darfst gleich weitermachen. Ach so, ja, was ganz anderes. Deutschlandradio Kultur hat 2014 schon ein Hörspiel erstellt nach Virginie Despont, einer französischen Autorin, die mir erstmal nichts sagte. Als ich dann die Story hörte, hat mich das dann doch ein bisschen erinnert an einen besonderen Film. Es war, geht es um, ja, sie selbst als Autorin. Sie erzählt in diesem Stück in einzelnen Bildern von ihrer Vergewaltigung und was diese Vergewaltigung in jungen Jahren mit ihrem Leben angestellt hat. Sie hat versucht, dieses erlebte Schicksal zu verarbeiten, was ihr dann auch, ja, den Erfolg als Schriftstellerin einbrachte, aber natürlich auch gingen damit einher auch viele, ja, negative Zwischentöne und Reaktionen, die es da gab, die hier auch mit eingearbeitet wurden. Und ja, der Umgang mit diesem Basisthema wird hier noch konterkariert, dass man King Kong mit reinbringt, den Film, beziehungsweise, ja, es gibt ja nur einen Film, also es gibt hier keine Buchvorlage zu King Kong, also der Film ist hier auch Thema und wird auch in seiner Ausprägung hier in den einzelnen Szenen auch immer mal mit betrachtet. Deswegen heißt das Stück auch King Kong Theorie, gut, dass ich das jetzt auch schon mal erwähnt habe. Virginie Despont, das wird dann auch irgendwann deutlich, da hat es dann bei mir auch Klick gemacht, erzählt dann auch, dass sie auch selbst dann einen Film mit produziert hat über ihr erstes Werk und der heißt Baisemont.
Und da fiel mir dann wieder ein, ach ja, das kenne ich doch, das habe ich, da habe ich doch schon mal was von gehört. Dann wird der ganze Bogen auch rund und kriegt dann auch eine Farbe, warum jetzt diese Filmszenerie da mit reinspielt. Auch inhaltlich war es klar, aber es hatte mir vom Format hat sich mich ein bisschen befremdet, aber dann macht das Ganze Sinn. Ist kein Hörspiel im eigentlichen Sinn, also so wie man es vielleicht normalerweise erwartet, dass es halt eher eine vorgegebene Handlung wird, sondern tatsächlich eher eine Gedankenwelt der Autorin, die sich hier in einzelnen Segmenten, einzelnen Kapiteln abarbeitet, die wirklich teilweise sehr, sehr kurz sind. Dadurch kriegt das Ganze zwar schon einen gewissen Fluss, aber es hat halt immer auch wieder so die Unterbrechung drin. Man beschäftigt sich mit einem kurzen Sachverhalt, dann wird ausgeknipst, wieder angeknipst und man ist dann im ganz anderen Thema und dann ist man wieder bei King Kong. Das macht es schon nicht ganz einfach, aber ich sag mal, man bildet einen breiten Kosmos ab von den Gedankengängen, die einen da umtreiben und die Reaktionen, die es gab, fand ich nicht uninteressant, aber wie gesagt, kein Hörspiel im eigentlichen Sinne, so wie man es vielleicht erwartet hätte. Ja, dann ein harter Schnitt. Wir kommen zu Kira Kolumna. Da kam nämlich auch im August Folge 7 raus im falschen Film von Matthias von Bonstedt. Worum geht's? Kira, Nele und Lars sitzen bei einem Filmabend zusammen und Nele ist ganz begeistert von einer Soap, die momentan im Fernsehen läuft. Drama and Dreams heißt sie und sie zwingt die anderen beiden dazu, eine Folge anzugucken, die aktuelle Folge anzugucken. Ja, die anderen beiden sind jetzt nicht so begeistert, aber naja, guckt man halt dann an, wenn die beste Freundin das halt so will. Und dann gibt es aber etwas ganz, eine große Ankündigung bei Insta, wo die Hauptdarstellerin schreibt, ja, wir suchen Nachwuchsdarstellerinnen für die weitere Geschichte und die Geschichte wird übrigens in Südberg gedreht und alle bing, ach du grüne Neune, Drama and Dreams kommt nach Südberg und natürlich meldet sich Nele sofort beim Casting an und Kira denkt sich, na, da könnte ich ja vielleicht was für die Zeitung drüber schreiben, kommt mit und ja, was passiert beim Casting? Man kann sich's denken, genau. Nele ist aufgebrezelt und wird dann nicht genommen, ist ein bisschen aufgeregt. Kira dagegen ist halt so, wie sie da ist und genau diesen Look wollen sie eben haben. Natürlichkeit und so weiter und ja, dann wird halt Kira engagiert. Kira denkt sich, oh Mann, ja gut, mach ich. Nele, wie geht's dir dabei? Nele kriegt auch noch eine Rolle, alle sind happy und obendrein bewirbt sich Lars dann auch noch als Kameraassistent. Lars ist ja immer so der Technik-Nerd so ein bisschen, deswegen bums sind alle drei beim Dreh von Drama and Dreams mit dabei und lernen dort Mareike kennen. Mareike ist die Hauptdarstellerin, die in ihrer Rolle doch sehr schnöselig daherkommt, aber auf einmal ist sie dann auch wieder ganz freundlich, dann kommt ihre Managerin, dann ist sie wieder garstig. Es ist ein Hin und Her mit dieser Frau, ganz merkwürdig. Und dazu hat sie dann ihren Insta-Account, wo sie dann aufgebrezelt posiert und gar nicht so die normale Mareike ist. Ja, wie das halt so ist, ne? Nee. Aber gut, ist ja ganz, ganz nett, dass man das so thematisiert. Für mich war es alles tatsächlich ein bisschen zu drüber, muss ich sagen. Also gerade dieses soapige. Dann gibt es natürlich diverse Anfeindungen und komische Aktionen und eine Riesenverschwörung, die da am Set vor sich geht, die alle zu Lasten von Kira dann am Ende kommen und Kira stemmt sich dagegen und will die Wahrheit ans Licht bringen und dann gibt es auch noch so ein Online-Journalie, die dann auch noch sämtliche Sachen, die am Set passieren, aufgreifen und groß aufbauschen und ja, großes Drama bei Drama and Dreams und ja, die Wahrheit geht dabei eben so ein bisschen flöten. Die Wahrheit ist nämlich eine ganz andere. Das fand ich dann wieder doch sehr charmant, muss ich sagen, und schlägt wieder in so eine Kerbe, die man, also die ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Und auch da wieder hat man so ein, zwei Drehs, die das Ganze besonders machen, vielleicht auch ein bisschen authentischer machen und interessanter machen. Ja, selbst bei so einer Folge, die ich jetzt für nicht so gut halte, weil es mir einfach zu drüber war mit diesem Soap-Gekasper, selbst da habe ich dann immer noch Facetten, wo ich denke, ja, doch, also das ist mal wieder was, wo ich sage, ja, das hebt sich dann so ein bisschen ab und macht das Ganze besonders.
Ja, und dann haben wir am Ende wieder das Übliche, was ich bemängeln möchte, dass die letzten Szenen dann einfach wieder eingesprochen werden und nicht verhörspielt werden. Das finde ich einfach nur merkwürdig. Aber gut, sei es drum, das ist das Prinzip, kann man sich auch dran gewöhnen. Ja, ich finde es merkwürdig, aber ist egal. Ansonsten, selbst die Folge ist in Ordnung. Wie gesagt, auch wenn mir dieses Gekasper mit diesem Soap da, das war nichts für mich. Dafür ist meine verbotene Liebezeit zu lange her. Bist du schon drüber weg jetzt, ja? Ja, langsam. Ja. Okay. Ach. Ja, ich hätte auch noch was gehört. Und zwar nochmal ein Horst Mönnich. Und zwar das Hörspiel Kopfgeld, eine NDR-Produktion aus 1958, die es auch jetzt wieder in der Hörspielbox beim NDR zum Download gibt. Ja, Kopfgeld, da geht es um den Betrag der neuen D-Mark, die im Jahr 1948 eingeführt wurde. Und ja, jeder Kopf hat zum Stichtag diese 40 D-Mark bekommen. Auf diesem basiert eigentlich der Plot bzw. der Kniff dieser Story. Denn an diesem Punkt hängt der Autor die Story des Generaldirektors Zander auf, der gerade dabei ist, in einer Sitzung zu sein, und er leidet da eine Herzattacke, und das ist jetzt der Moment, als er da liegt und in sein Leben zurückblicken muss, beziehungsweise der Hörer blickt in sein Leben zurück, denn da springt es eben in jene Zeit, als er eben kurz vor diesem Termin stand und vor einer Entscheidung stand. Er hat einen Freund, mit dem er ein Geschäft gegründet hat, was momentan nicht so läuft und auch ein bisschen mit dubiosen Methoden am Leben gehalten wurde. Es wird jetzt ein bisschen eng, aber Zander hat da schon seine Fühler nach einem ganz anderen Coup ausgeworfen, denn er bekommt ein Angebot, ein finanziell lukratives Angebot, das will er erst nicht annehmen, und dann entscheidet er sich dann doch für die Knete und gegen seinen Freund, den er damit ans Messer liefert und in den Knast schickt. Und er ist fein raus, er hat einen neuen Job, aber beziehungsweise er muss diesen Job erst noch ergattern, er muss da noch zusagen. Und da kommt dieses Kopfgeld ins Spiel, und da gibt es eine besondere Wendung, an dem quasi die kriminelle Energie, die er hat, kurz dargestellt wird, denn wenn es ums Geld geht, entwickelt er besondere Methoden, und so sorgt er dafür, dass sein frisch geborenes Kind eben auch diese Kopfgeldpauschale bekommt. Nicht, weil er da eine besondere Absicht dahinter hat, sondern er braucht einfach dringend die 40 Mark. Um die zu bekommen, datiert er einfach die Geburt seines Sohnes eine Stunde nach hinten. Ja, das ist also quasi der Aufhänger, wo man sieht, welch Geisteskind dieser Generaldirektor ist, der jetzt eben da im Sterben liegt. Ja, das ist eine sehr interessante Story mit einem sehr originellen Aufhänger. Und in diesem kleinen Aufhänger wird also eben die große kriminelle Energie dargestellt, also so dient so als kleines Beispiel des großen Übels, das dieser Mann im Schilde geführt hat, seines Lebens lang. Ja, wie das Ganze dann ausgeht, das hört ihr bitte selbst. Findet das Hörspiel Kopfgeld in der NDR Hörspielbox, und da könnt ihr gerne mal vorbeisaugen und auch das andere von Horst Mönnich dort genießen. Ich fand die Erzählart sehr spannend. Ah, hast also du gehört? Also diesen Rückblick oder diesen mehrfach angesetzten Rückblick, während er da quasi, also jetzt nicht im Sterben liegt, aber also am Boden liegt mit diesem Herzinfarkt, und wo dann eben mehrfach auf diese Szene rekurriert wird und so kreist im Endeffekt um diese Szenerie. Das fand ich tatsächlich sehr interessant und spannend und ungewöhnlich. Ja. Hat mir gefallen. Hat eine schöne Idee. Ja, dann zu den Midnight Tales. Die Folge 65, Das Schwert ist es wert, von Julie Hoversen. Bei Contendo natürlich. What a Cover. Hammer. Das Hörspiel kann leider nicht mithalten. Nein. Ich nehm's vorweg. Also, mal ganz ehrlich, das war's nicht wert. Das war's nicht wert. Also, ganz merkwürdig. Eine Schwertschwester ist auf einer Mission vom König ausgesandt, soll sie einen Prinzen suchen, der auf einem Schloss ist, und auf diesem Schloss ist es dann komisch, denn da ist ein Magier zu Hause, der so vor sich hin experimentiert den lieben langen Tag mit seinem Faktotum. Und ja, sie versucht dann eben in dieses Schloss hineinzukommen, und ihr werden drei Prüfungen auferlegt, die aber alle relativ einfach zu erledigen sind. Also es ist alles ganz merkwürdig, und obendrein, was ich noch nicht erwähnt habe, das Schwert spricht die ganze Zeit.
Ja, und dann sind die Prüfungen vorbei und dann, also das ist jetzt so merkwürdig. Ich wusste nicht, was ich mit diesem Hörspiel anfangen soll und dieser Geschichte. Vor allem in dieser Reihe. Ja. Hat das überhaupt keinen Sinn gemacht. Also es nimmt eine Wendung, die so ein bisschen twistig ist, weil man vielleicht von so einer Fantasy-Geschichte was anderes erwartet, aber sonst, also... ich weiß nicht. Ja, ich fand's auch nicht. Also so vom Humor, also das soll ja wahrscheinlich lustig sein. Vielleicht. Hatte ich so den Eindruck. Aber war's nicht, oder? Nee, also das hat irgendwie überhaupt nicht gezündet. Also eigentlich so von der Skurrilität der Ideen ist das ja so ein bisschen Eugen Egner-mäßig gewesen, so zwischendurch. Also so hat's ja so Anschein. Also so ein bisschen übertrieben, aber da hat nichts gezündet irgendwie. Vielleicht ist es zu sehr in diesem braven Kosmos dieses Fantasies irgendwie mit drinne, was dann zu wenig ausbricht. Ich weiß es aber auch nicht. Also für mich hat es auch nicht funktioniert. Oh, zum Thema lustige Hörspiele, da wird es demnächst ein Ortett geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bin ich sehr gespannt. Ja, aber das wird kein Kandidat sein. Ich fände es ja eigentlich gut, wenn wir auch Negativbeispiele bringen. Bin ich noch am Überlegen. Okay. Ja, um über Humor zu philosophieren. Ja, okay. Also so, wie man es macht, wie man es nicht macht. Okay. Vielleicht. Ja. Also anderen gefällt das ja vielleicht. Das ist ja das Trickige am Humor. Ja, aber ich habe es immer noch nicht verstanden, warum er das in die Reihe Midnight Tales macht, wo er vor allen Dingen auch diesen Anfang mit dem der Bestie, die man aus dem Käfig lässt und später wieder einfängt. Ja. Da ist ja nur gar nichts drin. Nee. Das ist nicht wirklich. Also, nee, fand ich als Hörspiel schon merkwürdig, aber in dieser Serie finde ich es extrem merkwürdig und deplatziert. Ja, das war ein Ausreißer, ja. Ja, ja. Naja, das kann man der Serie mal gönnen nach 65 Folgen. Ja. Ist okay. Ja, wobei schon mit dem Vorgänger von Julie Hoversen, dieser Weltraum-Soap, fand ich ja auch nicht, dass das unbedingt da reingehört hat. Aber ihr müsst ja wissen, was ihr da macht. Ja, kommen wir doch zu was ins selbstgewählte Genre passt. Der Radiotatort, die Folge 169, Ramsch, ist von Dirk Lauke, eine MDR-Produktion in der Regie von Stefan Karnis, mit wieder Polizeimeisterin Nancy Ritter. Die hatten wir ja schon zumindest für den ersten Fall hochgelobt. Der zweite war dann so ein bisschen, war auch gut, aber nicht ganz so gut wie der erste. Und der zweite, da geht es jetzt um einen Mord an einer Frau, die später, also deren Leiche dann auf einem Recyclinghof gefunden wurde. Ja, die ganze Ermittlungen dringen in das Milieu ein, ich sag mal, in das Harzer Milieu, wie man es so deutsch etwas despektierlich sagt. Ja, es geht um Menschen in prekären Lebenssituationen, die von Vorurteilen belastet sind, und diese Vorurteile finden sich auch bei diesen Ermittlungen wieder und manifestieren sich, weil natürlich das auch immer eine Rolle spielt. Und an diesem Fall wird, das ist wahrscheinlich das Prägende daran, weniger die Ermittlungen selbst als dieses Spiel eben mit diesen Stereotypen, die man eben so hat und die den Fall schon in eine bestimmte Richtung drängen und auch die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung drängen. Und aber ob das alles so ist, wie sich das darstellt, das wird man dann am Ende sehen. Und da dürft ihr gespannt sein, was denn schließlich hinter dem Ganzen steckt. Und es ist, ich sag mal so, von der Dramaturgie überrascht es einen vielleicht nicht wirklich, aber aus dem Blickwinkel des Anfangs oder beziehungsweise wie die Ermittlungen laufen, hat es dann doch schon einen gewissen Überraschungseffekt. Ich fand es gut, dass man diese Idee hatte und das auch umgesetzt hat. Gleichzeitig hat es mich tatsächlich nicht so gepackt, wie ich das eigentlich mir gewünscht hätte. Dafür ist überlagert diese Gesellschaftskritik dann doch zu sehr den Kriminalfall, und da hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr Spannung, durchaus ein bisschen mehr Belastung für den Krimi-Plot doch gewünscht. Schade. Ja, also es ist kein Beinbruch, aber es ist mehr so, dass das Format steht hier eigentlich über dem Plot selbst. Dann gab es noch ein Krimi bei Deutschlandfunk Kultur mit dem etwas sperrigen Titel Sakari lernt durch Wände zu gehen. Ein Hörspiel von Jan Kostin Wagner. Aufgemerkt, Jan Kostin Wagner hat ja schon einige Stoffe geliefert, aus denen gute Hörspiele wurden. Und so war ich auch sehr gespannt drauf, was jetzt aus dem neuesten Roman wurde, den man jetzt beim Deutschlandfunk Kultur vertont hat. Es geht um einen Einsatz, bei dem ein offensichtlich verwirrter junger Mann
zu Tode kommt. Er wird von einem Polizisten erschossen, als er bewaffnet in einem Brunnen sitzt. Und das Ganze zieht dann eine interne Ermittlung nach sich, in der eben unser Hauptdarsteller beteiligt ist, der dann quasi so als Krisen, der so für die interne Revision in der Polizeiarbeit zuständig ist und also quasi diesen Fall mit aufarbeiten soll. Im Zuge dieser Aufarbeitung lernt er auch die Familien kennen, die hier beteiligt sind. Also zunächst mal die Mutter mit dem neuen Mann, die ja eine besondere Beziehung haben zu ihren Nachbarn, die dann auch noch eine Rolle spielen. Denn dieser junge Mann, der jetzt zu Tode kam, hatte schon eine gewisse Vergangenheit. Er war auch etwas ein schwieriges Kind und es hat zu einem Bruch mit der Familie geführt, der auch mit einem Ereignis zu tun hatte, dass er mal mit einem Motorrad illegalerweise mit der Nachbarstochter unterwegs war und die beiden einen Unfall hatten, die Nachbarstochter daran gestorben ist und seither ist dieses Verhältnis zu den Nachbarn auch zerrüttet. Ja, die Polizei stellt jetzt eben fest bei diesen Ermittlungen, dass dann doch da ein bisschen mehr im Busch ist und da auch etwas anderer Hintergrund ist, denn es passiert noch mehr. Also nicht nur dieser Fall gilt es aufzuhören, sondern es gibt noch einen Toten. Das Ganze basiert auf einem Brand, der ausbricht und der jetzt auch noch zu Ermittlungen führt. Klingt sehr verwirrend, ist es aber tatsächlich gar nicht. Aber es hat ein merkwürdiges Ende, was mich ein bisschen, ich will nicht sagen ratlos, aber so ein bisschen ärgerlich zurückgelassen hat, dass man hier ja die Ermittlungen so enden lässt, wie sie eben enden. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut fand. Also es gibt ja immer mal so Kriminalfälle, wo am Ende, ich sag mal, nicht die Überführung des Täters im Vordergrund steht, sondern ja die Gerechtigkeit irgendwie die Oberhand behandeln soll. Das ist hier ähnlich, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob dieser Gerechtigkeitssinn, ob dem hier so Genüge getan wird, dass das Ende so gerechtfertigt ist. Aber sei es wie es drum, es beschäftigt einen auf jeden Fall. Also es wirkt auf jeden Fall nach das Ende. Es ist, wie oftmals bei Jan Kostin Wagner, ein sehr atmosphärisches Stück, sehr skandinavisch, mit sehr viel Flair. Ja, die Figuren sind allesamt besonders. Ob das jetzt alles so in der Kürze und in seiner Treste glaubwürdig ist, sei mal dahingestellt. Es funktioniert über die Stunde gut, aber wie gesagt, ich bin mal auf eure Meinung zum Ende gespannt. Die würde mich doch sehr interessieren. Interessant. Wieder so was Moralisches so ein bisschen. Ja, genau. Das ist ja immer spannend, ja. Ja, und dann hast du noch Fantasy gehört. Ja, ja, genau. Aber nicht lange. Es gab was Neues bei Leonine, die ja jetzt schon mehrfach Romane vertont haben, also so All Ages. Und auch Katja Brandis Buchreihe Woodwalkers ist jetzt neu im Geschäft und wurde mit dem ersten Teil Karaks Verwandlung im August in die Läden gespült. Ein etwas mehr als zweistündiges Hörspiel ist daraus entstanden. Ja, man begibt sich in den Wald, wie der Titel Woodwalkers schon fast vermuten lässt. Ja, der Hauptdarsteller ist eine Puma-Familie. Juhai, klingt ein bisschen nach Kinder, ist es aber nicht, ist All Ages. Denn diese Pumas haben eine Besonderheit, sie sind nämlich Gestaltwandler und sie können sich in Menschen verwandeln und damit auch unter den Menschen wandeln, aber sie müssen das also schon sehr konzentriert tun, um nicht aus Versehen wieder zurückverwandelt zu werden und plötzlich da mitten in der Fußgängerzone als Puma stehen, was Menschen grundsätzlich nicht so eine prima Sache finden. Ja, der Einstieg geht darum, dass also die Puma-Familie, also beziehungsweise die Mutter mit den beiden Kindern in die Stadt will und sich dazu entsprechend verwandelt. Das war auch schon der Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal dachte, das ist schon sehr merkwürdig, weil das nicht logisch stringent aufgebaut war. Das hat mich dann schon so gestört, dass ich da eigentlich schon keine Lust mehr hatte, weiterzuhören. Ich habe es da noch ein paar Minuten oder ja, auch vielleicht so 20 Minuten ausgehalten und habe es dann entnervt abgebrochen, weil das nervt mich nämlich wirklich. Weil wenn schon eine Hörspielumsetzung von einem Roman, dann sollte der auch so belastbar sein, dass die Welt, die man da erzählt, auch funktioniert und nicht schon in den
den ersten 10 Minuten so viele Löcher und Logikfallen drin sind, in die man stolpert, dass einem das ganze Hörspiel verleidet wird. Also so ein bisschen mehr Sorgfalt bei der Ideenausarbeitung ist ja eigentlich nicht schwer. Man hat also die Idee, dass eine Puma-Familie in die Stadt kommt und also der Bruch ist zum Beispiel der, also ich spoilere es jetzt mal vorweg, die Kinder verwandeln sich und kriegen dann Geld in die Hand gedrückt und wissen nicht, was diese grünen Scheine sind. Und die Mutter erklärt ihnen dann, dass das halt Geld ist, mit dem man dann in der Stadt einkaufen kann. So weit, so gut. Sie kommen dann in die Stadt, wissen aber dann direkt, was ein Supermarkt ist. Da denke ich, was ist denn das? Also, sie wissen nicht, was Geld ist, aber sie kommen in die Stadt, wo sie noch nie vorher waren und wollen dann direkt zum Supermarkt. Hm. Und so zieht sich das weiter und dann geht das auch so hoppla hopp. Also, das ist dann dieser Besuch ist dann beendet und die Hauptfigur Karak stellt dann fest, oh, er möchte dann doch nicht im Wald leben, sondern zieht in die Stadt. Und dann geht es auch so hoppla hopp, Pflegefamilie, Schule, er ist der Außenseiter. Und da weiß man schon, wohin die Story laufen oder wie die Story laufen wird. Irgendwie ist das so alles, hat man das Gefühl, das hat man schon 100 Mal gehört. Also und da war es dann halt wirklich auch für mich vorbei. Und da habe ich gesagt, nee, komm, wisst ihr was? Das ist nichts, wir gehen getrennte Wege. Ich gehe jetzt nochmal die Midnight-Tates hören. Also, nee, sorry, das war leider gar nichts für mich. Also, wie gesagt, ein bisschen mehr Mühe sollte man sich bei so einem Storyplot schon geben und nicht nur, weil es All Asia ist, irgendwas auf den Markt schmeißen. Nee, fand ich leider gar nicht gut. Ja. Jetzt habe ich nochmal zum Ende nochmal so richtig geschimpft. Mhm. Nee, ja. Ist ja noch gar nicht das Ende, weil wir haben ja noch, wir müssen ja noch ein bisschen updaten, weil es geht ist ja noch ein bisschen was erschienen, was wir noch nicht wussten. Und da geht es auch gleich los mit was du schon gehört hast. Ja, tatsächlich, ja. Eine neue Serie, ein neuer Serienstart von Gerd Medien. Und zwar gibt es eine neue Serie für jugendliche Kinder, / Kinder. Club der Helden heißt die Serie. Und man ist mit Folge 1 gestartet, wie man Riesen besiegt. Ein Kinderhörspiel von Tobias Schuffenhauer und Tobias Schier. Ja, und darin geht es um 3 Jugendliche, Coco, David und Hector. Die sind sehr unterschiedlich. Coco ist ein draufgängerisches Mädchen, das mit seiner Familie im Wald am Waldrand lebt. Papa ist Schmied und die Mama ist irgendwie Künstlerin. Und und sie ist eben so ein ganz wildes Mädchen, das sich nicht einsperren lässt für Freiheit und immer im Wald rumstromert und so ein bisschen flippig drauf ist. David kommt aus prekären Verhältnissen. Wenn er nach Hause kommt, muss seine Mutter schlafen, weil sie ist alleinerziehend und muss arbeiten des Nachts quasi. Und er muss quasi sich alleine so durchs Leben schlagen, mehr oder minder, und zu Hause so alles am Laufen halten. Wohingegen Hector aus einer sehr reichen Familie kommt, wo aber seine Eltern auch nicht so viel für ihn überhaben und keine Zeit haben, weil sie eben ihrer reichen Arbeit nachgehen müssen. Und so hat er halt nur seinen Chauffeur, der so der Ansprechpartner für ihn ist. Ja, die 3, so unterschiedlich sie sind, gehen in eine Klasse zusammen. Und eines Tages will Coco einen Scherz treiben mit einer Lehrerin. Das Ganze geht gründlich schief. Alle 3, die eigentlich vorher nichts miteinander zu tun hatten, also Coco, David und Hector, stecken da dann gemeinsam in einer Kalamität drin und müssen das ausbaden, was Coco da angestiftet hat im Endeffekt. Und zur Strafe den Chemiesaal neu streichen, den der etwas schusselige Chemielehrer nicht in Schutt und Asche gelegt hat, aber ja, es ist so ein bisschen angekokelt. Und deswegen müssen die 3 eben das Ding neu streichen. Und so lernen sie sich eben so zwangsläufig ein bisschen kennen und landen dann, also gehen dann nach Hause. Zu Hause entdeckt dann jeder von ihnen ein Päckchen, in dem ein Buch ist. Und in jedem dieser Bücher geht es letztlich um David und Goliath in unterschiedlichen Formen. Einmal als Comic, einmal als Roman und einmal als, bei Hector ist es als Sachbuch. Es ist schon sehr klischeehaft, diese 3, wie die dargestellt werden, muss ich sagen. Das ist schon sehr schubladig, aber sei es drum. Wie die 3 Kinder das machen, das ist aber tatsächlich ganz in Ordnung. Das klingt doch sehr frisch, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überzogen. Aber naja, der Clou des Ganzen kommt nämlich jetzt. Dieses Buch, keiner hat eine Ahnung, wo dieses Buch herkommt, ist aus der Schulbibliothek. Das finden alle 3 heraus. Und da es um David und Goliath in allen 3 Büchern geht, treffen sie sich quasi wieder an diesem Buchregal und werden dann vom Bibliothekar angesprochen, der sich als der Erzähler des Ganzen herausstellt.
Und der, so viel ist dem geneigten Zuhörer auch dann klar, es geht um Gerd Medien, Gott ist. Ja, er versucht eben über diese, unter anderem über diese Geschichte so ein bisschen herauszukitzeln, was in diesen Kindern steckt und so die ja, besonderen Kräfte so ein bisschen herauszukitzeln. Ja, ich habe schon gesagt. Zum Beispiel der David kann auf einmal relativ schnell rennen. Coco hört und sieht hervorragend und riecht hervorragend. Also mit der Nase, nicht ihr Körpergeruch. Und Hector, wie es der Name schon sagt, ist ein starker Einer. Und so werden die drei so ein bisschen erstmal alleingelassen mit ihren Kräften. Ja, allerdings tritt dieser Bibliothekar immer mal wieder in Kontakt mit ihnen. Immer wenn es so eine schwierige Situation ist oder so, dann gibt er quasi so im Geiste einen Tipp, was man so machen könnte oder worauf man sich besinnen könnte. Und das Ganze läuft halt letztlich darauf hinaus, dass das ein Kriminalfall ist. An der Schule wird ein berühmter Stein geklaut. Und die drei arbeiten dann letztlich zusammen, um dieses Rätsel zu lösen. Tada! Und der Club der Helden ist geboren. Ich muss sagen, ich hatte meine gewaltigen Schwierigkeiten mit diesem Ding. Das ist eine Geschmacklichkeit. Also für mich hat dieser Gottbezug, dieser sehr direkte Gottbezug, das fand ich sehr merkwürdig. Das mag aber tatsächlich mir geschuldet sein und meinem Nichtvorlieben für das Religiöse. Ich fand es wirklich merkwürdig. Bei anderen Serien, bei Gerd Medien, selbst bei den fünf Geschwistern finde ich das in Ordnung, weil das sind relativ, also nicht Erwachsene, aber ja doch schon, ja doch eigentlich fast schon Erwachsene, die dann dadurch, dass der Vater ja Priester ist, glaube ich, oder Pfarrer, evangelisch Pfarrer ist, diesen Gottesbezug drin haben. Bei Young und Grace zum Beispiel auch ganz eindeutig, weil eben einer von beiden, Grace oder Young, Young ist es, ja. Priester ist. Dadurch ist dieser Gottesbezug, finde ich das mehr in Ordnung als hier. Hier hat man halt so eine Figur noch mit reingenommen, also als auch noch personifiziert. Es wird zwar nie direkt angesprochen, aber es ist schon sehr eindeutig, dass das Gott ist, der als Bibliothekar in der Schulbibliothek auftaucht. Tut mir leid, das ist mir zu merkwürdig. Da bin ich auch nicht drüber weggekommen. Das fand ich zu komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid. Ich glaube ich auch. Wobei, ich will jetzt nicht über andere Leute Schulbibliothek urteilen. Vielleicht ist das da wirklich so. Dass der Gott wohnt. Da muss ich immer an Helge Schneider denken. Wo sie mit dem Flugzeug fliegen. Weißt du das noch bei 00 Schneider? Nee. Da ist doch Gott. Charlie Weiss ist doch da der Pilot. Ja. Also ja, bei aller Liebe und Toleranz, also für mich war das nichts. Tut mir leid. Das, also gerade mit Kindern, da bin ich dann nochmal spezieller. Nee. Na gut. Ja. Dann verlesen wir noch, was es noch im August Neues gab, was wir noch nicht auf dem Schirm hatten, zumindest, aber nicht gehört hatten. Zum Beispiel der Campingplatz-Detektiv, ein Hörspiel des SWR, die das Ganze produziert haben. Und zwar ist das oder liegt im Ganzen eine Geschichte von Ralf Kramp und Emma Mertes zugrunde, die den Geschichtenwettbewerb des Krimi-Festivals Tatort Eifel gewonnen haben. Und Preis war offenbar, dass also eine professionelle Hörspielumsetzung dieses Stoffes stattfindet. Und den findet ihr jetzt auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Das Ganze heißt der Campingplatz-Detektiv. Und wie gesagt, bei SWR bzw. GD Publishing ist das Ganze erschienen. Dann gibt's was Neues bei der kleinen Spinne Widerlich. Besuch beim Doktor heißt die Folge. Bei Lübbe Audio kommt sie heraus. Ja, dann hat All Ears noch schnell was aus dem Archiv geholt bei Maritim aus dem Jahr 1978. Die klugen Leute, ein Hörspiel nach den Brüdern Grimm. Lustiges Cover. Ja. Dann bei den letzten Helden geht's weiter mit Folge 16.1 Insel des Schreckens. Das ist verschoben worden, oder? Ja, genau. Ja. Das ist jetzt auch schon 30.8. Und die fantastischen Fälle des Rufus T. Feuerflieg, die Folge 14 ist auch erschienen und zwar bei Audible. Die Hexe und der Dieb heißt das Ganze. Dann noch ein Horst Mönnig, den wir erwähnen wollen. Eine NWDR-Produktion aus 1953. Gopsch, das findet ihr jetzt auch beim NDR. Ja, und dann noch ein Märchenhörspiel nach den Gebrüdern Grimm bei All Ears. Hänsel und Gretel und Tischlein Decklisch, der maritimen Produktion aus den 70er Jahren. Auch die ist jetzt im Streaming- und Download-Bereich erhältlich. Und noch ein Horst Mönnig, eine NDR-BR-Koproduktion aus 1953. Hiob im Moor heißt sie. Ja, und auch
der SRF hat nochmal ins Archiv gegriffen und einen Krimi hervorgebracht. Henry Sleasers Kitty, DRS-Produktion aus dem Jahr 1981, ist nochmal zu hören. Hatten wir euch auch schon mal im Orcast vorgestellt. Dann gibt es auch noch den zweiten Teil des Küstenkrimis Nummer 11, Tödlicher Frost, Teil 2, wie gesagt, von Marc Freund bei Contendo. Und Teil 1 hatte ich schon gehört. Und ja, wenn dann Teil 2 da ist, dann sprechen wir drüber. Ja. Die Prozessakte Vampir ist ein Stück von, Achtung, Horst Münnisch, den hat man ja fast noch gar nicht heute, eine NWR-Produktion aus dem Jahr 1955, die auch vor Jahren bei PDAX erschienen ist und die wir euch seinerzeit auch dringend ans Herz gelegt haben im Orcast. Die tolle Produktion, die findet ihr auch im, in der Hörspielbox des NDR zum Download und wenn ihr die noch nicht kennt, dann gönnt euch das und wenn ihr es auf Silberling mögt, dann kriegt ihr die bestimmt immer noch bei PDAX. Hatten wir was von Horst Mönnig schon mal erwähnt? Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Es gibt auch die NDR-Produktion aus 1961, Reise durch Russland ohne Plan im Land der Pläne. Ein Doku-Hörspiel. Ja, und dann eine Verschiebung, die ja lange auf sich warten ließ. Ich weiß, unsere Hörer sind wahrscheinlich brennender drauf zu erfahren, ob tatsächlich endlich die Super Things erschienen ist, die Folge 9 und 10 auf der Flucht und Endspiel. Ja, sie ist erschienen. Sie ist am 19.8. dann schließlich und endlich rausgekommen. Kid Kazum in Kaboon City. Dann beim Hörspielprojekt 2 Folgen Tessa and Grace, die Folge 7 zu Risiken und Nebenwirkungen und Folge 8 Home Sweet Home von Hans-Peter Stoll. Ja, dann gibt es noch bei Audible was, was also so kurzfristig um die Ecke kam und das wir eigentlich noch dringend hören müssen. Virtual Island heißt das Ganze, ein fast reales Abenteuer von John Lutz und aufgemerkt Stuart Kummer. Und das ist da schon mal ein Grund reinzuhören. Das Ganze ist seit 22.08. exklusiv bei Audible erhältlich und ja, wir werden hören und berichten. Aber auf jeden Fall, Matthias Matschke spricht mit Katharina Thalbach. Ja, machen wir. Peter Ramadan. Ja, das war's, oder? Das war's, genau. Ja, stimmt. Wir sind durch den August durch. Ja. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, dann könnten wir noch ein paar Reste verwursten. Das machen wir. Dann und zwar jetzt. Los. Unter anderem haben wir noch was zu verwursten aus dem Juli. Der junge Sherlock Holmes, da gab es auch die Folge 10, die Mumie vom Horn Fair, eine Floff-Produktion. Und ihr kennt mich, ich bin mittlerweile ziemlich großer Fan des jungen Sherlock Holmes, so dass wir es mittlerweile zum Einschlafen sogar hören. Das ist einfach wirklich toll. Und diese Folge macht keine Ausnahme. Worum geht's? Eine gute alte Bekannte kommt zurück, sage ich jetzt mal, nämlich Eleanor Sweetly. Und in die ist ja Victor Trevor so ein bisschen verschossen. Dieses Mädchen ist in Hornfair auf dem Jahrmarkt Angestellte und macht so eine Art Kartenabreise und Einlasserin bei einem Schausteller, der etwas ganz Besonderes ausstellt, nämlich eine Mumie. Und zwar eine echte Mumie aus Ägypten. Und das nehmen die beiden, also erstmal eigentlich nur Victor, zum Anlass, dort aufzuschlagen. Und er nimmt Sherlock einfach kurzerhand mit. Beziehungsweise Sherlock wird mehr oder minder von seinem Vater dazu gezwungen. Ja, Sherlock hat nämlich herausgefunden, dass die beiden sich verbotenerweise immer noch Briefe schreiben, obwohl ja eigentlich sein Papa es Victor verboten hat, weiter Kontakt zu ihr zu halten. Naja, und Victor tut es trotzdem. Und so treffen sie eben da aufeinander und natürlich gehen sie auch in diese ominöse Ausstellung oder Präsentation oder Show, wenn man so will. Und dort tritt tatsächlich jemand auf, der diese Mumie zum Leben erwecken soll. Und das ist alles sehr mysteriös und unheimlich. Victor bibbert im Publikum und Sherlock sagt, das ist doch alles hier Humbug, guck mal an, hier das und das. Er durchschaut das quasi relativ fix. Als Hexe tritt dann auch Eleanor auf, die dann letztlich dieser Mumie Leben einhauchen soll. Und dann, bums, passiert etwas ganz Merkwürdiges, denn die Mumie ist weg. Und das hat tatsächlich einen triftigen Grund. Erstmal ist es ein bisschen doof, weil die gute Eleanor unter Verdacht gerät und die zwei dann eben versuchen, sie da rauszupauken. Und eigentlich das dann tatsächlich auch nur gelingt, dadurch, dass man Eleanor erstmal versteckt. Und wo versteckt man sie? Tja, es gibt ja nur ein Zuhause, also müssen halt die Holmes dran glauben. Schwierig natürlich, das vor dem Vater im Verborgenen zu halten. Ja, aber es gelingt erstmal und die anderen beiden, Sherlock und Victor, machen sich eben auf die Suche, wo diese Mumie sein könnte.
und kommen da etwas wirklich sehr Merkwürdigem auf die Spur und sehr Ekligem und Komischem, sage ich jetzt mal. Und diese Geschichte ist auch wieder gespickt mit Besonderheiten, alles ganz toll inszeniert und sehr lebendig gestaltet und ich bin bombig unterhalten worden wieder, also auch Folge 10 ist ein Hit. Und müsst ihr euch unbedingt gönnen. Also der junge Sherlock Holmes ist eine ganz tolle Serie und ja, absolute Empfehlung wieder. Cool. Ja, dann hatten wir nochmal was bei PDAX. Und zwar die wahren Fälle von Nikolai von Michalewski gibt es in einer Zusammenfassung aller dieser Fälle, die wir euch in einzelnen Folgen ja auch schon mal gerne vorgestellt haben. Die ein oder andere Episode davon lief ja auch schon im Rahmen von Kein Mucks. Zum Beispiel der Dr. Crippen. Das war ja schon immer mal ein gern gesendetes Stück, weil es wahrscheinlich auch so der bekannteste Name ist, der da drin auftaucht. Aber die Box enthält insgesamt 10 einzelne Episoden, die allesamt interessant sind. Mal geht es um die Suche nach einem Gangsterboss, der in den USA als das personifizierte Böse gilt und als Staatsfeind Nummer 1 ist. Mal ist man in Frankreich auf der Suche nach einem Mann, der einen riesigen Wirtschaftsskandal ausgelöst hat, indem er merkwürdige Aktienpakete empfiehlt und ausgibt. Darüber nicht nur der ein oder andere Kleinaktionär, sondern eben letztlich auch die ganze Regierung stolpert. Also es sind ganz unterschiedliche Fälle drin, die in ganz unterschiedlichen Ländern und Gegebenheiten spielen. Es sind sehr interessante Fälle auf jeden Fall, die man, wenn man sie einzeln hört, wirklich Spaß machen. Das Problem ist tatsächlich, ich habe die alle am Stück gehört und wollte mir die alle nochmal gönnen, auch wenn ich sie gehört habe. Mir ist dann irgendwann hat sich das Format ein bisschen gelitten darunter, weil es ist dann nicht immer so flüssig erzählt, sondern es kriegt dann so einen dokumentarischen Touch, indem man den Hörer so ein bisschen mir zu viel an der Hand nimmt und ihn durch einen Erzähler so durch die Story lotst, was nicht zwingend immer notwendig gewesen wäre. Also hier und da hätte man einfach auch da ein bisschen mehr in den Krimi gehen können, ein bisschen mehr in den Dialogen verbleiben können und darüber auch das Stück erzählen. Aber wahrscheinlich wollte man das auch extra ein bisschen, ja, so ein Feature-Charakter mit reinbringen, war wahrscheinlich die Aktion bzw. die Idee dahinter, um dem realen Hintergrund auch so ein bisschen Fleisch zu geben, das Ganze nicht so als schnöder, normaler, fiktiver Krimistoff darzubieten. Aber nichtsdestotrotz, es sind wirklich 10 sehr unterschiedliche, aber insgesamt unterhaltsame Krimis, die ihr euch gerne gönnen könnt. Also, wenn sie nicht im Radio laufen, aber bei PDAX kriegt ihr sie, wie gesagt, alle 10 auf CD. Schön. Ja, dann macht es Bumm und die nächste dicke Kerbe aus der Heilbronnywood-Schmiede ist in der Hörspielwelt drinne. Paul Temple und der Fall McRoy von Francis, danke, Durbridge. Bei PDAX kam das Ganze heraus und um Himmels Willen holt euch das. Wieder mal, die haben ein goldenes Händchen, kann ich nur sagen. Worum geht's? Paul Temple und Steve sind in Italien im Urlaub und wollen quasi wieder zurück nach Hause, wollen in die Schweiz weiterreisen, sind in Mailand am Bahnhof und treffen da interessanterweise auf Harry McRoy, der für den Geheimdienst gearbeitet hat und einen anscheinend ziemlich spannenden Auftrag hat, wo er nicht so recht rausrücken will. Anscheinend hat das irgendwas mit einer Tasche zu tun. So viel vertraut er Paul Temple an, sollte ihm etwas passieren, muss Paul Temple diese Tasche unbedingt weiter transportieren. Ja, so kommt es, wie es kommen muss. Steve schlummert so ein bisschen vor sich hin und dann, bums, passiert tatsächlich ein Riesenunglück und der Zug hat einen Unfall. Verunfallt, sage ich jetzt mal. Bei diesem Unfall werden halt ja diverse Fahrgäste verletzt. Paul und Steve kommen gerade noch so heraus aus diesem Zug und sie treffen dann auf einen guten alten Bekannten, nämlich auf Sir Graham, der lustigerweise auch da vor Ort ist und der eigentliche Empfänger dieses Koffers sein sollte.
Und ja, dieser Koffer scheint ja ganz heiße Sachen zu beinhalten, nämlich Fotos, ja, mit denen es etwas natürlich Besonderes auf sich hat. Alle sind dann auch hinter diesen Fotos her. Vor allem alle Leute, die vorher in diesem Abteil zusammen mit den Temples und McRoy waren. Und ja, das scheinen alles irgendwie Agenten zu sein. Ja, dann gibt es eben diverse heikle Situationen, unter anderem eben ja, die Mutter aller Paul Temple Schwierigkeiten, ne? Auto auf der Brücke, kennt man ja, was lustigerweise von Steve dann auch noch sehr interessant kommentiert wird. Mhm. Diverse Bedrohungen, ein sehr packendes Finale und dann als absolute Sahneschnitte obendrauf ein, ich verrat's nicht. Nein, es ist, man muss sagen, dass bis dahin so inklusive dieses Autounfalls, also der ist ja eigentlich so das, was das Ganze auf die Spitze treibt. Also da denkt man, ist ja wirklich alles drin, was einen Paul Temple ausmacht. Mhm. Allerdings in einem sehr gerafften Zustand. Also das Hörspiel dauert nur 70 Minuten und man hat also alles reingepackt, was Temple ausmacht. Ob es das okay ist, was der Diener von sich gibt, bis zum, wie gesagt, bis zum berühmten Autounfall, wo das Auto im Wasser landet, alles drin. Und das Ganze wirkt dann doch schon ein bisschen, ja, wie soll man denn sagen, an den Haaren herbeigezogen. Ein bisschen, ja, over the top eigentlich. Wie halt die Paul Temples so sind. Ja, genau. Also es ist, eigentlich ist es, es wirkt wie eine Persiflage auf ein Tempelstück. Aber wie gesagt, das dicke Ende kommt ja und das macht dann das Stück dann wirklich besonders. Und ja, also da habe ich mich dann auch ja richtig wohlgefühlt und fand das dann auch richtig, richtig gut, weil dann ja plötzlich alle Fäden zusammenlaufen, alle Merkwürdigkeiten geklettet werden. Und ja, da hatte ich dann richtig Spaß mit dem Hörspiel. Wenn das jemand anderes gemacht hätte oder wenn das anders gelaufen wäre, auch am Ende, das kann ja in den falschen Händen sehr cheesy wirken. Ja. Und wie man, also absolut sämtliche Hüte ab, die es gibt, wie man es tatsächlich hier hinbekommt, dass dieses Deus Ex Machina, sage ich jetzt mal, so funktioniert, dass das so charmant daherkommt. Mhm. Und auch noch, also für mich auch noch als Verbeugung vor Durbridge im Endeffekt. Also für mich war, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Durbridge das so geschrieben hat, oder? Doch, oder bestimmt. Meinst du, das ist auch so bei Durbridge? Könnte ich mir vorstellen, weil es muss ja diese Stunde, also diese Kürze. Na, ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass der Durbridge, der eigentliche Durbridge, ein langer ist. Nee, es ist ein kurzer. Das nicht. Deswegen gab's den auch nicht als Hörspiel, weil Die Produzenten gesagt haben, nee, das ist das. Wir brauchen mehr Teile. Okay. Ja, okay, dann ist nachvollziehbar, ja. Es wirkt für mich trotzdem tatsächlich, als ob man sich nochmal hier vor Durbridge verbeugt, auch in vielen, sage ich jetzt mal, Anmerkungen der Figuren. Mhm. Also natürlich vor allem das, was Steve da sagt. Das ist so charmant, so toll und ist trotzdem im Hörspiel so spannend gemacht und so unterhaltsam gemacht, dass das so bombig ist. Die Musik ist der Knaller, dieses Ding ist der Knaller. Ich bin hin und weg, wie die das machen, muss ich sagen. Ja, Durbridge ist halt besser als Dallas. Hi Bronnywood, alle Hüte ab, ganz, ganz groß. Ja, wirklich sehr, sehr schöne Hörspielunterhaltung. Allein die Sprecher, was die für, also du merkst den an, was die für einen Spaß bei dem Ding haben und was die für Werfe reinlegen. Und ich, also meine ich das nur oder hört man das irgendwie selten so in dem Ausmaß? Nein, weil es auch so authentisch wirkt. Also es ist, man hat so ziemlich gut die Sprache rüber gerettet. Also das Skript finde ich ziemlich gelungen. Mhm. Jemand dran gesessen, der Durbridge kannte und auch Ahnung davon hatte und nicht einfach nur einen vollkommen fremden Text da ins Hörspiel gebastelt hat. Also da, das merkt man schon, dass hier Dr. Georg Pagitz wirklich Ahnung von der Materie hat und das ist schon ein großer Pluspunkt und da, weil die Sprache gut funktioniert und man auch die Schauspieler hat, die das auch gut transportieren können, habe ich mich verhört oder hatte ich diesmal keinen schlimmen Akzent? Den Schweizer hatten wir, aber, den Schweizer, dadurch, aber das wird ja so eingebaut, also das, dadurch ist das okay. Also und es ist ja keine so prägnante Figur, deswegen, also es ist eine prägnante Figur, aber jetzt nimmt jetzt keinen. Es wirkt auch nicht so dazu gebastelt. Genau. Der passt halt in die Szenerie, Richtig, ja.
Ja, ich freue mich wie Bolle auf den dritten Teil, also beziehungsweise auf den dritten Tempel, den man noch macht. Also ja. Da kann nicht genug kommen. Also ja. Wenn das auf dem Level bleibt, das ist wirklich absolut irre. Und das bitte, bitte hört euch das an. Das ist ganz, ja. ganz toll. Bombig gute Unterhaltung. Selbst wenn ihr Durbridge nicht kennt, das ist ja. einfach ein richtig gutes Hörspiel. Auch so. Ja, gönnt euch, ja. Und ja, hört das, damit PDAX auch auf jeden Fall nach den drei ersten auf jeden Fall auch genötigt sieht, sich weiterzumachen. Ja, dann zu TKKG Junior. Von einem guten Hörspielmacher zum nächsten. Frank Gustavus, der kann ja auch was. Das wissen wir ja schon seit ein paar Jahren. Das stellt er auch bei TKKG Junior unter Beweis. Auch schon einige Zeit. Da ist man auch schon bei Folge 23. Die heißt Schmugglerbande voraus. Und da geht es um einen Bootsausflug. Niamgani. Nein, aber so ähnlich. TKKG paddeln zur Vogelinsel, die vor dem Fuße der Millionenstadt liegt. Und just auf dieser Vogelinsel wird es merkwürdig, denn dort liegen Plastiksäcke, beziehungsweise hier so halb im Wasser. Und das ist schon ein bisschen komisch. Und die Jugendlichen gehen dann auf die Insel. Und dort kommen ihnen zwei ganz merkwürdige Gestalten entgegen, wovon eine dann auch noch so eine Totenkopfmaske hat. Und natürlich steckt dahinter ein größeres Verbrechen, das mit einem vorbeifahrenden Boot zu tun hat. Spannend ist tatsächlich, dass diese Vogelinsel nicht so groß ist und TKKG muss sich aufsplitten. Und der eine Teil wird dann verfolgt und das ist tatsächlich dann auch so austariert, dass das über die 48 Minuten sehr knackig und spannend ist. Was es für mich nicht gebraucht hätte, das ist so ein TKKG-Ding, ist diese Totenkopfmaske, die überhaupt gar keinen Sinn ergibt in dieser Geschichte. Also ich glaube, das hat man als Hommage an die Größeren gemacht, weil da ja auch immer mal so Merkwürdigkeiten kommen, die man sich nicht so erklären kann. Also wie gesagt, Totenkopfmaske, die hätte man sich komplett sparen können. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Ansonsten ist das auch wieder sehr unterhaltsam, spannend. Nicht die beste Folge dazu, hat das ein paar komische Ecken gehabt, die nicht hätten sein müssen. Aber ansonsten trotzdem, also für die 48 Minuten unterhaltsam, spannend. Die 4 plus Hund agieren wie immer sehr sympathisch, sehr authentisch. Da ist irgendwie nichts, wo man sich am Kopf kratzt. Das Gangster-Duo dann oder Trio dann doch eher. Aber es sind ja auch TKKG-Verbrecher, die dürfen das ruhig haben. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, Totenkopfmaske hätte es nicht gebraucht, aber ansonsten alles in Ordnung. Kann man sich gerne gönnen. Wieder mal. Okay, ja. Und noch was hast du? Ja, natürlich. Ich bin euch ja noch Podimo schuldig. Die verrückten Zeiten von Viktor Rettmann, wo wir ja die ersten drei Folgen gehört haben. Das ist eben der Auftakt einer Mystery-Serie, die so ein bisschen im Gewässer von Stranger Things fischt, nur dass es dabei nicht um die 80er, sondern um die 90er Jahre geht. Wir sind im Jahre 1994, was an verschiedenen Ecken angedeutet wird, musikalisch so ein bisschen eingefangen wird. Und in dieser etwas merkwürdigen Realität, das merkt man schon relativ früh, geht es um einen Jungen, der 16 ist und am Ende der Sommerferien steht, ja, sich mit einer Freundin trifft und eigentlich zum Metzger geschickt wird, weil die Familie irgendwie ein Grillfest starten will. Ja, dann ist es aber komisch, denn da begegnet ihm eine Frauengestalt, von der er geträumt hat, und die tritt auf ihn zu und fragt ihn, ob er denn überhaupt nicht weiß, was los ist, und reagiert ganz merkwürdig, als würde sie ganz viel wissen und er eben noch nicht gerafft haben, in welcher Zeit er gerade ist. Ne, also da kommen diese verrückten Zeiten schon und man merkt schon recht früh, okay, da scheint es irgendwie um Zeitsprünge zu gehen und um irgendwelche Realitätsebenen, die verwischt sind. Und so ist es eben auch komisch, denn Jana verabschiedet sich dann und er geht nach Hause zu diesem Grillfest und da scheint keiner auf einmal Jana zu kennen. Und er sagt, hä, ich bin doch mit der schon so und so lange befreundet, das kann doch nicht sein, warum kennt ihr die denn nicht? Ja, alles ist in Merkwürdigkeit getaucht. Dann taucht auf einmal seine Freundin auf, die sich als die Frau entpuppt, die er da im Traum gesehen hat. Alles ist in Merkwürdigkeit getaucht. Dann geht die Schule los und da wird alles immer noch merkwürdiger. Ja, die Personen vermengen sich, dann kommt noch sein bester Freund mit hinzu
und konfrontiert ihn eben auch mit einer anderen Realität. Also alles scheint irgendwie verwurstelt zu sein. Und keiner weiß also zu dem Zeitpunkt noch so recht, um was es jetzt geht. Der Hörer übrigens auch nicht. Der Hörer ist zu dem Zeitpunkt noch relativ verwirrt. Also ich auch zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist halt das mit diesen Mystery-Serien. Ich habe da immer oder manchmal meine Probleme mit. Ich begebe mich ja gerne auch in Geschichten rein, wo ich erstmal verwirrt bin. Gut, das sind jetzt auch nur 3 Folgen. Alle dauern so ungefähr so 10 bis 15 Minuten. Also da ist auch noch nicht viel Hörspielzeit passiert. Ja, aber ich muss sagen, so richtig angefixt hat mich das Ganze nicht. Das liegt aber vor allem an was anderem. Und zwar fand ich den Erzähler merkwürdig. Dieser Erzählerpart, was mir so ein bisschen auf den Zeiger geht, ist, wenn der Erzähler so einen absoluten Übererzähler gibt und auch zu den Figuren mehr oder minder spricht und so sagt, ach, wärst du mal lieber zu Hause geblieben oder ach, da hätte er mal lieber hätte er mal lieber nicht gemacht. Das finde ich immer komisch. Also damit kann ich irgendwie überhaupt nicht umgehen. Außer der stellt sich dann später irgendwie selber als handelnde Figur raus. Aber zu dem Zeitpunkt fand ich das sehr komisch. Also muss sagen, das ging nicht so wirklich an mich und ich bin damit gut. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gehört, aber bis zu dem Zeitpunkt bin ich jetzt noch nicht so warm geworden damit, dass ich jetzt noch mehr Zeit gerne in diesen verrückten Zeiten verbracht hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also meins war es nicht so. Ist das einzige Originalhörspiel bei Timo, oder? Ja, gute Frage. Okay. Nächste Frage. Gut. Um Olli Kahn zu zitieren. Ja. Na gut. Was sagt der Anwalt? Hätten wir noch die Zeit für 2 Hörspiele aus dem September? Gut, dann machen wir noch unser 2. Update September, weil es hat sich nämlich auch im September tatsächlich noch ein bisschen was getan seit unserem ersten Update. Es gibt nämlich 2 neue oder beziehungsweise ein altes Hörspiel. Und zwar bei Plupp Hörspiele ist ganz frisch erschienen ein Hörspiel mit dem Titel Hänsel, Gretel und alle anderen. Ein Hörspiel auf Basis von Geschichten der Gebrüder Grimm. Und da kann man sich fast denken. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, bei Plupp Hörspiele erschienen und da könnt ihr es entweder bei YouTube oder es gibt das Hörspiel dann auch als Dokument bei Google Docs zum Herunterladen. Den Link findet ihr dann auch bei YouTube und da könnt ihr euch das Ganze einmal gönnen. Und dann ist noch ein Rodney David Wingfield beim SRF nochmal ans Tageslicht bekommen. Und zwar im Krimi-Podcast gab es das Hörspiel Höhere Gewalt. Und das ist seit 8.9. jetzt dort verfügbar und auch das könnt ihr beim SRF downloaden. So, jetzt hat er geklopft. Ja, dann melden wir uns gleich nochmal mit der gewohnten Gedönsrubrik mit den News, dem Feedback, dem Sachen in eigener Sache und dem Blick zu den Podcast-Kollegen. Bis gleich. Bis gleich.